zweite Thema ist physikalische Systeme. Physikalische Systeme, wie kann ich kontrollieren, ob die überhaupt funktionieren? Bei physikalischen Wasserbehandlungssystemen wird meistens darüber diskutiert, ob die wirken oder eben nicht. Oftmals ist dann halt eben eine subjektive Empfindung maßgebend, ob so ein System funktioniert. Die Firma Aqua 4Ds arbeitet seit über 10 Jahren mit sogenannten Kontrollrohren. Das heisst, der Sanitärinstallateur baut ein Kontrollrohr in die bestehende Leitung ein. Er schneidet aus der bestehenden Leitung ein Stück daraus, und zwar so weit wie möglich weg vom installierten Aqua 4D-System. Hier sieht man so schön in dem Gebäude, dass das Problem Rostwasser ist. Die Leitungen aus galvanisch verzinktem Eisen haben angefangen zu rosten und das hat dann zu Rostwasser geführt. Wir sehen zuerst einmal ins Innere von dem Leitungssystem und haben gesehen, dass die Korrosion doch schon recht weit fortgeschritten ist. Das Kontrollrohr wird dann wieder eingebaut mit diesen, wie gesagt, Primofit. Der Vorteil da ist, dass wir die gleiche Schnittfläche bei der Kontrolle haben wie am Tag vom Ausbau von dem Kontrollrohr. Ja, und das Vorteil vom Aqua 4D sehe ich, dass es einfach im Einbau ist, dass mit dem Kontrollrohr die Möglichkeit da ist, dass man die Sache kontrollieren kann und dann sieht als Drittes, dass das Gerät oder das System sehr effizient arbeitet. Hier sieht man sehr schön, dass wir das Kontrollrohr, der Sanitärinstallateur, das Kontrollrohr aus der bestehenden Leitung rausschneidet und dann zwischen zwei Absperrhähnen wieder einbaut. Das vor allem in grossen Gebäuden. Hier sieht man jetzt so ein Originalbild im Prinzip, wie das aussieht. Und das war der Zustand von dem Rohr. Übrigens das Gebäude hier in Sieders vor dem Einbau. Und dann, knapp ein Jahr oder 9 Monate später, hat das Rohr ganz anders ausgesehen. Und hier sehen wir jetzt der beginnende Lochfraß, die Korrosion. Die können wir natürlich nicht zurückbilden, aber das Rohr wird nachher in dem Zustand praktisch konserviert. Was sind ein Vorteil vom AK4D gegenüber anderen physikalischen Systemen? Wenn wir jetzt schematisch hier irgendeine physikalische Behandlung nehmen und das Rohr, da haben wir viele Störfaktoren, die reinspielen, weil wir tun das ja beeinflussen mit allem, was elektrisch oder magnetisch ist. Mangelhafte Erdung, vagabondierende Ströme, Antennen von außen, WLAN immer mehr in den Häusern drin. Und wir tun einerseits 24 Stunden am Tag immer die Resonanzfelder konstant aufrecht halten im ganzen Leitungssystem. Das ist sehr wichtig und da ist auch sehr viele Jahre gegangen, bis wir all das technische Know-how haben. Und dann eben andere elektrische Massnahmen ergreifen, dass zum Beispiel die vagabondierenden Ströme können reduziert oder sogar ganz eliminiert werden. Oder dass wir, wenn wir sehen, dass die Erdung nicht ganz stimmt, ist ganz wichtig, dass man das probiert, sofort in Ordnung zu bringen,